erreichen, die ihr bereits gesehen habt. Je länger es hier bleibt, desto gefährlicher wird die Lage. Darum bin ich persönlich gekommen, um euch zu sagen, dass es aus dem Weg geschafft werden muss. Ich bin dabei, ich mache alles, was getan werden muss. Wenn es gefährlich ist, warum ändert ihr nichts daran? Das wird leider nicht so einfach sein. Schade. Ihr müsst verstehen, dass der Sijik-Orden normalerweise nicht direkt in die Ereignisse eingreift. Meine Anwesenheit hier werden einige im Orden als Affront betrachten. Und sobald wir fertig sind, werde ich eure Akademie verlassen. Mir ist nur allzu bewusst, dass meine Ankunft Verdacht erregt hat. Besonders bei Ancano, eurem Kollegen bei den Talmor. Oh, der Vogel. Dennoch wird mein Orden nicht direkt tätig werden. Diese Aufgabe müsst ihr übernehmen. Natürlich, mache ich. Was genau ist das Problem? Wie ihr vielleicht schon erfahren habt, ist dieses Objekt, das Auge, ungeheuer mächtig. Mhm. Diese Welt ist noch nicht bereit dafür. Wenn es hier bleibt, wird es missbraucht werden. Richtig. Ja, tatsächlich glauben sogar viele im Orden, dass das bereits geschehen ist. Oder vielmehr, dass bald etwas geschehen wird, das nicht verhindert werden kann. Hier, der Vogel hinter mir, Arcano. Der Drecksack. Was erwartet ihr von mir? Wir glauben, dass ihr euch um die Konsequenzen kümmern solltet. Aber wir können nicht voraussagen, wie diese aussehen werden. Ich befürchte, ich habe die Grenzen meines Ordens bereits überschritten. Aber eines will ich euch noch sagen. Sucht den Auguren von Dunlein hier in eurer Akademie auf. Seine Wahrnehmung mag schlüssiger sein als unsere. Du weißt schon, dass er hier irgendwo am Arsch der Welt ist, hä? Wo finde ich diesen Auguren? Wer ist der Augur von Dunlein? Er war früher Schüler hier an der Akademie. Jetzt ist er etwas anderes. Ja. Wo finde ich ihn? Ich bin mir nicht sicher. Er ist irgendwo in der Akademie. Sicher weiß einer eurer Kollegen, wo er zu finden ist. Ich bedauere euch nicht weiter behilflich sein zu können, aber dieses Gespräch strengt mich sehr an. Ich verstehe. Jetzt muss ich euch leider verlassen. Wir werden weiter über euch wachen und euch leiten, so gut wir können. Ihr könnt euer Ziel erreichen. Vergesst das nicht. Ja, mit dem Arschlappen im Hintergrund schaffe ich das nicht. Wolltet ihr etwas sagen? Ich? Nö. Ich bin mir nicht sicher, was passiert ist. Ein Mönch aus dem Sijik-Orden. Hier nach all den Jahren. Und dann verschwindet er einfach wieder. Ist weg. Ich hoffe, wir haben ihn nicht irgendwie beleidigt. Nö, überhaupt nicht. Was wollte der Sijik? Hat er nicht gesagt. Er hat nur nach euch gefragt. Wirklich sehr seltsam. Habt ihr jemals etwas von den Auguren von Dunlein gehört? Hat Tolf dir wieder Märchen erzählt? Natürlich nicht. Ich dachte, ich hätte mich klar genug ausgedrückt, dass das kein gutes Gesprächsthema ist. Ich will's aber wissen. Bitte lasst nicht zu, dass er weiter über dieses Thema diskutiert. Vogel, bis zum nächsten Mal. Wo ist denn mein Arsch? Wo ist er denn? Wo hat er sich denn verkrochen? Die kleine Ratte. Halle der Elemente. Ich mag den Vogel nicht. Also gut, gehen wir raus. Oh. Nee. Himmelsrand. Außer Rand und Band. Wie immer in Himmelsrand. Ich bin mir nicht sicher, was geschehen ist, aber ich werde der Sache auf den Grund gehen. Ich denke über viele wichtige... Ihr müsst mich entschuldigen. Ich sollte nicht hier sein. Natürlich, Meister. Seid ihr wirklich sicher, dass wir uns unterhalten müssen? Wir müssen uns mal über deinen zukünftigen Tod unterhalten. Über deinen künftigen natürlich. Ja. Passt schon. Halle der Leistung.
Es läuft mal wieder, die Nase. Wie gesagt, ich mag die Talmud nicht. Arrogant bis in die Haarspitzen. Wie sie rumstolzieren mit der Nase ganz oben. Hier? Hier ist er. Teufel, hier wach auf. Es ist immer ermutigend zu sehen, wie die jüngeren Generationen sich auf ihre Ausbildung stürzen. Habt ihr jemals was von einem Augoren gehört? Ah, das ist ein Name, den ich schon seit geraumer Zeit nicht mehr gehört habe. Natürlich, weil er tot ist. Meine Güte, es ist schon Jahre her, seit ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe. Ich nehme an, er ist immer noch unten in der Müllgrube, aber ich habe nicht nachgesehen. Werdet ihr ihn aufsuchen? Richtet ihm einen Gruß von mir aus, ja? Einen schönen Gruß. Wo finde ich die Müllgrube? Unterhalb der Akademie. Es ist nicht sehr angenehm dort. Also seht euch vor, wenn ihr dort hinuntergeht. Ja. Könnt ihr mir mehr über diesen Auguren erzählen? Nun, es würde ihm wohl nichts ausmachen. Na, schieß los. Das war natürlich alles vor meiner Zeit, wisst ihr? Ich habe die Geschichten gehört, genau wie alle anderen. Er war ein brillanter Schüler. Ein versierter Zauberer hat sich auf eine Weise in Magie vertieft, wie ich es noch nie bei jemandem gesehen hatte. Aber ich glaube, er hat sich zu sehr darauf konzentriert, wie viel Macht er erlangen könnte. Das führte schließlich zu dem Unfall. Richtig. Die Müllgrube. Ja, das ist im Keller. Auf Deutsch. Die Müllgrube ist... Wir können auch hier lang. Hier ist irgendwo eine Tür. Eine Falltür. Da ist sie. Die Müllgrube. Na klar. Ach ja. Knoblauch nehmen. Da wollen wir nicht hin. Halle der Beschäftigung. Da geht's auch rein. Jawohl. Hey. Was liegt denn hier in Totenschädel? Will ich nicht. Brauche ich nicht. Kann ich drauf verzichten. Leere Flasche. Oh, hier. Zaubertrank der Gesundheit, der Krankheitsheilung. Danke. Eisendolch der Bindung. Blutende Krone. Nee, danke. Hier, schlafen. Wir haben Feinde in der Nähe. Wo sind denn die Feinde hier? Es sind doch gar keine Feinde. Naja, egal. Ich hätte doch einen Pfeil und Bogen nehmen sollen. Macht ja nix. Ich dachte, da kommt ein Skelett oder so. Lass mal kurz auf den umschalten. Ah, hier liegt noch ein Skelett. Naja. Da hinten ging es ja nicht weiter. Das ist nur ein Holzbalken. Okay. Den Dolch nehmen wir noch mit. Da hinten war ja nichts, ne? Gut. Kann man nicht die Fackel mitnehmen? Nee, ja, doch, kann man. Aber ich will sie nicht. Brauch sie nicht. Hehehehe. Scheißviech.
Wo ist es denn? Wundertäubchen Elend. Ey, jetzt komm schon. Wo ist denn der Haufen? What the fuck? Ey, wo ist denn der Haufen? Ich will die Eiskaltszene haben. Ach Mann, oh, dann eben nicht. Salz nehme ich mit auf jeden Fall. Bäh, brauche ich nicht. Sollen wir hier nochmal Salz? Die haben ja Salz rumliegen. Gibt's gar nicht. Ey. Fackelwürmchen Brust. Nochmal Fackelwürmchen Brust. Ein Eimer. Hoppala. Entschuldigung. Nochmal Salz. Sag mal. Adronachenschmiede. Es tut mir leid, dass ich euch nicht persönlich sehen kann, bevor ihr aufbrecht. Die Reise von Zadret Mora ist zu dieser Jahreszeit trügerisch. Sonst hätte ich euch besucht, als ich die Neuigkeit hörte. Die Nord haben eine gute Akademie in Winterfeste und ich bin sicher, dass ihr euch dort auszeichnen werdet. Vielleicht wisst ihr, dass auch ich sie besucht habe. Zu meiner Zeit war ich ein recht guter Schüler der Beschwörung. Ich schicke euch meine Unterlagen zu etwas, was die Adronachenschmiede genannt wird. Ein kleines Projekt, das ich im Winterfeste verfolgt habe. Lieber Neffe, ah ja. Erwähnt nichts der Fakultät gegenüber, sondern fragt eure Mitschüler nach einem Ort namens Müllgrube. Dort findet ihr eine Schmiede. Einige meiner Notizen sind leider fort auf meiner Reise in Himmelsrand verstreut und verloren gegangen. Vielleicht findet ihr bei euren eigenen Abenteuern noch einige davon wieder. Die Adronachenschmiede bietet wenige Hinweise darüber, wer sie erbaut hat und noch weniger darüber, wie man ihr volles Potenzial erschließt. Aha. Ach du grüne Ahnung. Feuersalze und Rubin, Frostsalz und Saphir, Salz der Leere und Amethyst. Nehme ich. Oh, hier ein Rubin, Feuersalz und einen leeren Kleiderschrank. Na, dankeschön. Ich bin ehrlich gesagt zu faul heute zum Lesen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, Fackelwürmchen. Brust. Und hier haben wir noch ein Ritual. Leerer Opferstock. Ja. Näher bin ich der Sache hier auch nicht mehr gekommen. Zugeisen. Aktiviere Sockel. Dir fehlt der notwendige Gegenstand. Komm hier aus. Hoppala, was ist denn hier los? Oh, Salz. Und rote Blume, Bergblume. Fäulnis. Nimm Namiras Fäulnis. Ah. Lederstreifen, Laterne. Hier, ein oranger Pfeilfeder. Was ist los? Leere Flaschen. Schade. Und das ist der alte Bogen, den kannst du knicken. Die Pfeile nehme ich mit, das nehme ich mit und das Gold auch, natürlich. Oh, nichts. Nichts. Ob so ein Ding schwimmen kann?
so ein